Zimmermann? Computerspiel. Wer muss hier holen? Die Spinne. Bitte? Wenn die Spinne fahren, immer ruhig. Was? Dann kriegst du ja. Und jetzt kommen die Luftballons. Gut, ich verstehe. Wir sind gleich unterwegs. Okay. Ajo, bewaffneter Banküberfall mit Geiselnahme. Der Bankdirektor hat von irgendwo vom Stadtrand aus angerufen, haben ihn die Täter aus dem Auto geschmissen. Seine Familie wird wahrscheinlich immer noch festgehalten. Passiert es hier in der Realität und Herr Wenzel, also ausgerechnet er ist, sehr autoritär, wie der manchmal mit den Leuten umspringt. Und auf einmal erlebt man ihn so klein mit Hut. Waren Sie zufällig als Erster in der Bank? Nein, ich bin immer als Erster hier. Früh aufstehen. Kann man nichts machen. Sagen Sie, können Sie mir mal zeigen, wo dieses Aufzeichnungsgerät für die Videoüberwachung steht? Ja, das kann ich gerne, aber die Anlage funktioniert seit 2 Tagen nicht mehr. Ich habe das Herrn Wenzel mehrmals schon gesagt, aber er konnte sich bislang nicht darum kümmern. Hier oben sehen Sie. Aha. Seit 2 Tagen, ja? Mhm. Aber ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Ja, es tut mir leid, aber es kommt wirklich auf jedes Detail an. Also, Sie wurden wach. Ich werde in ein paar Minuten eher wach, bevor der Wecker klingelt. Jedenfalls, ich machte die Augen auf und sah diese beiden maskierten Gestalten vor unserem Bett stehen. Jeder eine Waffe in der Hand. Einer machte das Licht an, der andere warf mir ein Blatt Papier aufs Bett. Ja, da stand drauf, was die von uns wollten. Keiner von denen hat ja auch nur ein Wort geredet. Melanie hat Gott sei Dank von dem Ganzen überhaupt... ...die Augen mit Kreppband verbunden. Ich durfte während der Fahrt die Gesichter nicht sehen. Wissen Sie, mit was für einem Wagen Sie gefahren sind? Das muss irgendein Lieferwagen gewesen sein. Dem Motorgeräusch nach wahrscheinlich ein Diesel. Und wie war das, als Sie ausgestiegen sind? Der hat Sie doch sicher nicht mit verbundenen Augen über die Straße laufen lassen. Nee, hat er ja auch nicht. Wir haben einen Parkplatz im Hinterhof. Und von da führt auch eine Hintertür in die Filiale. Da wird man nicht gesehen. Die Täter müssen sich aber sehr gut ausgekannt haben. Ich saß hier auf der Couch. Um mal nachzuvollziehen. Ein Blatt haben Sie bekommen, als die Männer vor Ihrem Bett standen, ja? Und das andere kurz bevor Sie die Bank verließen. Ja. Und wo sind diese Blätter jetzt? Die haben die wieder mitgenommen. Mitgenommen. Ja, glauben Sie mir das etwa nicht? Dann, beschreiben Sie uns doch die Blätter noch einmal, bitte. DIN A4 weiß, mit einer Schreibmaschine getippt. Mhm, und die Blätter haben die Gangster dann alle feinsäuberlich wieder eingesammelt. Ja. Richtig ordentliche Leute. Ja, wenn ich es Ihnen doch sage. Das waren Profis, ganz klar. Die haben die Bank beobachtet, die haben die Wenzels beobachtet, um deren Lebensgewohnheiten rauszukriegen. Die haben alles bis ins kleinste Detail ausgedüftet. Die haben keine Spuren hinterlassen, keine Fingerabdrücke, die haben nicht mal geredet. Naja, mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass sich im Tresor nur 30.000 Euro befanden. Ich meine, wer so viel Aufwand betreibt, rechnet mit Sicherheit mit ein bisschen mehr. Ja, aber so arbeitet doch keiner mehr, oder? Normalerweise gehen die in die Bank rein, fuchteln mit der Knarre rum und weg mit der Kohle. Ja, und der Kassierer, der schiebt ihnen dann ein Security-Paket unter, das sie und die Beute mit Farbe besprüht. Dann haben wir sie in 2 Stunden. Das wäre eben die Amateurliga. Also ich finde, Miguel hat recht. Mir kommt die ganze Vorgehensweise auch ziemlich altmodisch vor. Moment mal, da kommt gerade was vom BKA. Ich glaube, 3, die schon mal so gearbeitet haben. Also, einer sitzt noch. Gibt es einen Karl-Heinz Nickel, der ist seit 2 Jahren draußen, lebt jetzt in Berlin. Und der letzte ist Thorsten Behren. Also die Wenzel war sowas von kalt, wie die über ihren Mann gesprochen hat. Also ich glaube, die Ehe ist im Eimer. Aber vielleicht hat sie dir auch was vorgespielt. Nee, das glaube ich nicht. Was macht dich da so sicher? Hey, da kommt schon wieder was vom BKA. Na klar, die haben mal wieder vergessen, uns eine Kleinigkeit mitzuteilen. Also, wie es aussieht, hat Behrens zuletzt seine Zelle mit einem gewissen Charlie Henske geteilt. Na, guck mal. Und Henske, der ist direkt nach seiner Entlassung zu seiner Mutter gezogen, nach Leipzig.
Ja, und Björn selbst, der ist seit 2 Wochen irgendwie spurlos verschwunden. Das passt doch. Tja, vielleicht sollten wir da lieber bei Mutter Henske einen Kaffee trinken. Das ist eine gute Idee. Und dort schmeckt das sicher auch besser. Charlie liebt Überraschungsgäste. Ah, je früher der Morgen, desto grausamer die Gäste. Ist ja eine echte Überraschung. Hast du nicht gesagt, der steht auf Überraschungsgäste. Brauch ich einen Lass? Ich komm hier. Okay. Wir wollen nur wissen, wo du gestern Morgen zwischen 6 und 10 Uhr warst. Dann sind wir schon wieder weg. Ha, das würde ich auch gern wissen. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ich habe in eurem Scheißknast in der Metzgerei arbeiten müssen. Da habe ich mir die BSE geholt. Versteht ihr? Jetzt habe ich eine weiche Birne. Jetzt was auf die Birne. Ganz ruhig, Miguel, ganz ruhig. Der flippt aus. Der flippt gleich aus. Zwischen 6 und 10? In der Eier natürlich. Wo denn sonst? Da war ich doch im Bettchen. Zwischen 6 und 10, Mutti. Oder? Ich sag dem Jungen immer, er soll nicht so viel trinken. Kein Wunder, dass er vormittags nicht aus dem Bett kommt. Heske, wann hast du eigentlich deinen alten Freund Behrens zuletzt getroffen? Lebt denn der überhaupt noch? Der hatte doch 4 oder 5 Beipässe zuletzt, der Behrens. Ich glaube, wir unterhalten uns besser morgen früh auf dem Präsidium weiter, Henske. Punkt 8 bist du da, ist das klar? Ja, aber ich kann doch Mutti nicht allein lassen. 8 Uhr endet die Durchsage.